Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Tesla-Aktie im Abverkauf, Geldgrab oder Kaufchance? Viele von euch fragen sich jetzt, sollen sie die Aktie verkaufen oder halten oder vielleicht sogar der eine oder andere Mutige jetzt zukaufen, wo die Aktie fällt. Sie ist ja bereits um 13% gefallen nach Veröffentlichung der enttäuschenden Quartalszahlen. Wobei das interessant ist, die Aktie ist ja erst nachbörslich gar nicht gefallen, als die Quartalszahlen rauskamen. Die ist erst dann gefallen, als Elon Musk den Mund aufgemacht hat. Was hat er denn gesagt? Nun, meine Einschätzung dazu in diesem Video. An der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Ich bin in Tesla investiert. Ob ich die Aktie halten werde und was ich tun werde, werde ich natürlich auch sagen. Wir sind hier in Berlin im Börsentag. Viele von euch haben eben sich das Video gewünscht und deshalb jetzt ganz spontan möchte ich euch nicht alleine lassen für meine Einschätzung geben. Ja, warum ist die Tesla-Aktie jetzt dann abgestürzt, als Elon Musk den Mund aufgemacht hat? Was hat er gesagt? Ich denke, in erster Linie ging es um den Cybertruck. Der wird zwar ausgeliefert, Anfang Dezember eigentlich, zum 30. November, und damit hält man seine Versprechen ein. Aber er wird erst dann zum Ergebnis positiv beitragen im Jahr 2025, weil das ein so verdammt innovatives und komplexes und damit auch kompliziertes Produkt ist. Und das ist eben typisch Tesla und das muss man verstehen. Tesla macht sich selbst das Leben nicht einfach. Tesla will einfach innovativ sein, next big thing machen und ihr Ding durchziehen. Und Elon Musk nimmt es damit auch in Kauf, die Aktionäre erstmal zu enttäuschen, weil eben nicht die Profitmaximierung, jedenfalls nicht die kurzfristige, im Vordergrund steht, sondern langfristig die Innovation und das Geld kommt dann quasi hinterher. Und damit muss man sich anfreunden können, wenn man in Tesla investiert, langfristig investiert ist. Das haben wir noch gehabt. Elon Musk hat sich natürlich beschwert über die momentane Situation wegen den hohen Zinsen und der damit auch verbundenen schwachen Nachfrage. Denn Autos sind eine große Investition und die werden dann oft auf Pump gekauft, von Monat zu Monat, hieß es bei ihm. Und das macht es natürlich nicht einfach. Tesla reagiert nach weiterhin so, dass sie die Autopreise senken. Sie senken ja auch die Produktionskosten, aber die Verkaufspreise senken sie schneller, damit sie weiter hohe Stückzahlen produzieren, ausbauen können und dann entsprechend auch abverkaufen können. Ist aus meiner Sicht okay, das Ganze. Auch der Schwerpunkt auf Innovation, dass man sich das Leben nicht einfacher macht. Aktionäre hätten es lieber gehabt, sicherlich, wenn man eine Kopie gehabt hätte von einem bestehenden, zum Beispiel auf einem Model Y aufbauen, einen Pickup macht und den dann entsprechend abverkauft und schnell quasi den Reibach macht. Aber das ist eben nicht Tesla. Was hat er noch gesagt? Kein Wachstum ewig auf 50%, sollte eigentlich klar sein. Aber erst zunächst einmal ist ja bei Tesla das 50% Ziel. Von dem ist man nicht abgerückt, aber er hat gesagt, irgendwann ist er damit natürlich auch Ende der Fahnenstange erreicht. Logo, aber ist natürlich nichts, was Aktionäre hören wollen. Was macht Tesla noch? Oder wie ist allgemein meine Einschätzung bezüglich Tesla? Ich bin relativ positiv gestimmt, denn ich sehe zum Beispiel auch das Refresh von Model 3 und es kam auch sehr gut an für den richtigen Weg. Das ist das Brot- und Butter-Auto, natürlich gemeinsam oder insbesondere mit dem Model Y. Das hat ja auch schon ein kleines Refresh bekommen. Das finde ich sehr schön. Auch hat man gesagt, dass es auch die Next Generation Plattform gibt, dann ein Model, weiß nicht, wie es jetzt genau heißen soll, jedenfalls für die Masse, dass er nochmal günstiger wird, ist auch die richtige Richtung. Wir haben Rekordergebnisse beim Energiespeichergeschäft, das ist soweit auch okay. Fortschritte bei FSD, ich gucke auch immer mal die Videos an. Ich persönlich bin damit zufrieden. Natürlich nicht, wie es hier in Europa läuft. Ich fahre selber ein Model Y. Aber wie es in den USA läuft, wenn man sich da die Videos anschaut, da kann ich schon Fortschritte erkennen. Und wir haben die 4680er-Zelle, die Produktion. Da drüben wird Russisch gesprochen. Da ist da der Forex-Broker aus Zypern. Das sind ja alles Russen. Also ich entschuldige mich für den Ton. Wie gesagt, ist relativ spontan. Gucken wir uns das Ganze mal jetzt aber fundamental an. Hier zum Aktienfinder und geben hier mal Tesla ein. Und da gehen wir ganz kurz mal in den Qualitätscheck und schauen uns an, was die Aktie denn so macht.
Und hier sehen wir die Gewinnentwicklung und hier sehen wir schon den Gewinnrückgang, der jetzt betriebswirtschaftlich für das Unternehmen überhaupt kein Problem darstellt. Für den Aktienkurs natürlich schon, weil die Bewertung, auch das werden wir gleich sehen, relativ hoch ist. Und da ist dann natürlich die Falltiefe entsprechend auch hoch. Aber wir kommen nicht wieder zurück irgendwo, wo wir mal jahrelang waren, als das Unternehmen Verluste geschrieben hat, sind weit davon entfernt. Wir haben auch hier weiterhin einen positiven Cashflow operativ, aber auch der freie Cashflow. Wir haben hier Schätzungen, dass der Gewinn noch ein bisschen zurückgehen soll, auch im nächsten Quartal, bevor es dann wieder aufwärts gehen soll. Wir haben hier insbesondere die Margen, die ja verursachen, warum der Gewinn zurückgeht. Wir haben hier die lange steigenden Margen von minus bis zu plus 17%, das ist die operative Marge. Und die liegt jetzt bei, auf die letzten 4 Quartale bei 11%. Soll noch ein bisschen weiter zurückgehen, auch um die 10% Ende des Geschäftsjahres, bevor sie sich dann leicht erholt. Hier ist natürlich die Frage, wie es mit der Konjunktur, der Zinsentwicklung etc. weitergeht, ob es da wirklich zu einer gleichen Erholung kommt. Es ist ja im Prinzip ein Wettrennen zwischen der Kürzung der Produktionskosten und den Kostensenkungen, die man da quasi dann am Markt dem Kunden anbietet, also die Kostensenkung des Autos für den Kunden. Momentan sind die Preisnachlässe, so vielleicht das bessere Wort, größer als die Kostensenkungen. Wir hoffen, dass das sich dann eher bald wieder umdreht. Und was wir hier sehen, ist auch nochmal ein ganz kurzer Blick in die Bilanz. Und da sehen wir einfach, wie stark die Bilanz ist von Tesla, von der quasi fast Überschuldung bis zur Pleite und dann hier heute faktisch schuldenfrei. Auch hier sehen wir nochmal eine Verbesserung zwischen aktuell letzte 4 Quartale zum Stand des letzten Geschäftsjahres. Das sind übrigens schon die aktuellen Zahlen, die wir hier haben. Also der Aktienfinder ist hier an der Stelle auch top aktuell. Und obwohl jetzt dieses Geschäftsjahr kein leichtes Geschäftsjahr war, sehen wir hier, dass sich die Schulden- und Liquiditätssituation bei Tesla innerhalb der letzten 3 Quartale noch verbessert hat. Gehen wir jetzt mal zur Bewertung der Tesla-Aktie. Und das können wir anhand des bereinigten und des bilanzierten Gewinns machen. Würde ich mal vorschlagen, wenn wir den bereinigten Gewinn nehmen, dass sieht das dann erstmal etwas kruder aus. Hat damit zu tun, dass wir hier ein durchschnittliches KGV haben von 318, was natürlich viel zu hoch ist, weil wir teilweise KGVs haben von über 460. Was für ein KGV ist denn für Tesla gerecht? Ich würde sagen, um die 60, wie komme ich da drauf? Wachstumsraten haben wir hier, zoome ich mal rein, jährliche Mittel laut den Analystenschätzungen. Und die Analysten sind nicht allzu optimistisch, um die 30% für die nächsten Geschäftsjahre. Und das ist also etwas entfernt von den 50% Wachstum, das Tesla quasi zum Ziel gesetzt hat. Da könnte man ein 60er KGV durchaus vertreten. Das liegt auch nah an dem, was der Markt momentan macht, 58,7. Wenn man pessimistisch noch ein bisschen sein will, kann man es immer runter machen, auch gerne auf den Markt hoch. Aber ich lasse es jetzt mal. Man sieht, dass es ungefähr dem entspricht. War ziemlich genau sogar der faire Wert bei 216 und der Aktienkurs aktuell bei 212 US-Dollar. Was dann noch interessant ist, ist, wir sehen, dass der faire Wert noch ein bisschen nach unten gehen soll. Aufs laufende Geschäftsjahr Schätzung ist da bei unter 200, bei 188 US-Dollar, weil die Gewinne noch leicht rückläufig sein sollen, bevor sich dann die Gewinne erholen. Was hätten wir denn hier für eine Renditeerwartung? Wenn man jetzt quasi kaufen würde, dann wäre das aufs Jahr knapp 25% jährliche Renditeerwartung, also weit überdurchschnittlich. Fairer Wert Ende 2026 bei 432 US-Dollar. Wir hatten ja die Aktie schon bei 410 US-Dollar im Jahr 2021, Ende 2021. Was wir auch nehmen können, ist der faire Wert bezogen auf den Cashflow. Und der sieht out of the box bereits gar nicht so schlecht aus. Übrigens, immer sieht man hier jetzt schön die Übertreibung am Markt. Und jetzt, dass wir quasi hier eine dass wir hier eine Untertreibung hatten übrigens, als die Aktie für um die knapp 100 US-Dollar, etwas über 100 US-Dollar zu haben war, haben wir auch darauf hingewiesen, dass es eine schöne Einstiegsgelegenheit ist mit einem KGV von Coca-Cola, aber nur eben für Tesla. Und wer damals zugeschlagen hat, ist immer noch gut im Plus, hat quasi seinen Einkurs verdoppelt, seinen Einstiegskurs verdoppelt. Wir haben hier ein KCV von um die 50. Wir haben hier dann Cashflow-Wachstum
von etwas niedriger wie das Gewinnwachstum von knapp 30%. Wir haben immer angeblich ein schwaches Jahr, aber knapp 30%. Das heißt, anstatt den 35%, dann kann man hier schon 60, 50 oder knapp 50 nehmen. Das ist ja genau das durchschnittliche KGV, ist im Prinzip okay. Hier wäre dann die Renditeerwartung etwas niedriger, die läge dann bei knapp 22%, was immer noch überdurchschnittlich hoch ist. Das wären dann hier knapp 400 US-Dollar, also immer noch niedriger Ende 2026 als das, was wir mal während des Hypes im November 2021 gehabt haben. Tja, also ich sehe, um das zusammenzufassen, also ich werde die Tesla-Aktie halten. Ich halte Tesla für ein interessantes Investment. Die Frage ist eben, ob man damit zurechtkommt, dass dieses Unternehmen nicht den Gewinn kurz und auch nicht mittelfristig optimiert, sondern langfristig visionsgetrieben quasi unterwegs ist und da eben Herausforderungen stemmen möchte, vor denen andere CEOs sicherlich zurückschrecken würden. Das Ganze ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben wir dann die Enttäuschungen, die haben wir durchleben jetzt wieder eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite hat es aber auch viel Überraschungspotenzial, nämlich wenn sich die eine oder andere Version dann materialisiert, auch für die Börse, dann kann das wieder zu neuen Tesla-Hypes führen. Wenn beispielsweise jetzt man sehen würde, hey, der Optimus, da gibt es jetzt einige Prototypen, die werkeln schon in den Megafactories und das funktioniert tatsächlich. Das allein, das wäre wieder ein Potenzial für einen Hype. Natürlich, das gilt das gleiche für FSD oder irgendwann auch Robotaxis. Oder wenn einfach das Brot-und-Butter-Geschäft funktioniert, das heißt, wenn irgendwann das Cybertruck skaliert und zum Ergebnis eben positiv beiträgt. Oder wenn man sieht, dass die neue Plattform, das habe ich noch nicht erwähnt, also ein noch günstigerer Tesla, wenn die auch Fahrt aufnimmt, da ist dann auch wieder viel Fantasie drin. Aber man muss eben damit leben, dass es immer wieder Rückschläge gibt und auch, dass das ein oder andere Mal nicht funktionieren sollte. Also, ich bleibe in Tesla investiert. Und was macht ihr, beziehungsweise wie seht ihr die Aktie? Das würde mich natürlich auch interessieren. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao aus Berlin.